Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. In der letzten Folge waren wir ja hier in dem Gedönsgebäude hier. Haben das auch wohl erfolgreich abgeschlossen. Und als neues Ziel hatten wir uns ja eigentlich eine Quest ausgesucht. Säubere Hangman's Alley. Gut, dann würde ich sagen, marschieren wir da mal hin. Wenn uns nicht wieder irgendwas Besonderes über den Weg läuft. Was haben wir hier? Verbranntes Bist Blut du nehmen wir sicher, mit. dass es sich lohnt, das mitzunehmen? Das, mein lieber Freund, geht dich einen Scheißdreck an. So, Entschuldigung. Müssen wir hier über die Brücke wahrscheinlich, ne? Gehen wir mal schwer von aus. Scheinwerfer, Ist da bestimmt Action, oder? Das ist zumindest zum Erkunden. Kommt man denn da jetzt rüber? Ja, sieht so aus, das ist eine Leiter. Was? Kinders, schreckt mich nicht so. Was? Was? Ich hab was gehört. Ja. Ich dachte immer, die Druckwelle der Bomben. Was? Oh, so. Was wirklich geschehen ist. Nee, das ist ein Freund. Hat der Kollege eine Power-Rüstung? Dann sehe ich das richtig. Wer bist du? Alter! Was? Ich schluck mal eben was. Sollten wir vielleicht die Waffe wechseln? Granate, wir können es ja mal probieren. Steeled Stimpak. So, wir warten mal eben. Okay, das war jetzt alles ein bisschen zu schnell und zu heftig für mein Alter. Ja, die Wurme hätte ich gern. Die Injector ist eine seltene selbstgemachte Waffe. Die Injector. Ah, wir haben auch noch einen Talentpunkt, ne? Fällt mir gerade mal so ein. Los Punktos. Wo setzt man die denn rein? Ich würde ja gerne die Waffenmods. Hier können wir nicht, da braucht man Level 18. Revolver hält. Nicht automatisch 45%? Nee, erstmal nicht. Wo ist denn das mit dem Waffenmod? Waffenfreak. Erfordert Level 25. Erfordert Level 24. Glück. Glück. Level 18, Level 21. Wir könnten also quasi nichts machen. Außer jetzt. Ein Punkt kommt oder gerade hier an die Pistolen, ne? Wer zu.
Schlösser. Level 21. Wo waren die Pistolen? So. Ja, wie kommen wir jetzt an denen vorbei? Ich will ja eigentlich nur die doofe Quest machen. Und gegen den Typen in Powerrüstung weiß ich nicht, ob ich das jetzt haben muss. Kommen wir nirgendwo so rüber, ne? Hier ist nix. Da hinten ist. Ach, da kommen wir, gehen da hinten. Weil dann würde ich eigentlich. Was? Dann würde ich eigentlich. Das nächste Mal, wenn ich dann vorhabe, hier hinzugehen, meinen Granatwerfer mitnehmen. Raketenwerfer. Oder die eigene Powerrüstung. Haben wir ja auch noch nicht gemacht bis jetzt. Und für irgendwas müssen die Dinger ja ihren Zweck haben. Ne, Preston? Kommst du? Wir fressen hier ordentlich Strahlen. Ja, ja, ja. Da, das war das Gebäude, wo wir drin waren, ne? War das jetzt hier Boston? Ja, ne? Und Diamond City war irgendwo weit vorher. Gut, dann gehen wir mal hier lang. Ein bisschen gucken hier. Nicht drin. Lupe brauchen wir nicht. Ich wette, wir müssen jetzt zu der Schießerei. 80? Nee. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ist auch nichts drin. Hier. Kreide. Kann man ein bisschen auf der Straße malen. Was ist das? Kann man es benutzen? Ja. 53. Kommen wir hier rein? Ich will hier rein! Schwupps. Ein Pinsel. Ja, eine Rakete. 7-mal Brennstoff. Aluminiumdose. Verwendungsstange brauchen wir nicht. Aluminiumdose. Zollstock auch nicht. Oh je. Ich ahne Böses. Nichts machen. Oder die feiern gerade Silvester. Ja, sind wir schon da? Hangman's Alley, ja. Säubere Hangman's Alley. Müssen wir da rein? Apartments. Oh, da hängt einer. Ohne Kopf. Da kommen wir nicht durch. Na, springst du rüber? Schwupps. Hat ja viel gebracht. Wer schießt da jetzt gegen wen? Komm irgendwo durch. Ich will das nicht. Sind die freundlich? Wer schießt da gegen wen? Die sehen freundlich aus. Seid ihr freundlich? Ich glaube, ich
hab hier drüben was. Hab sie gefunden. Achso. Es schreit förmlich, es schreit. Heil mich. Ich muss mir das Zeug mal unbedingt auf die Tasten legen. Ich glaube, das standardmäßig ist sowieso drauf gewesen, aber ich habe es wieder rausgenommen. Wer schießt denn da? Ach, da oben auf dem Dach. Jetzt aber. Wo bist du hin? Ich bin hier. Du bist jetzt in Diamond City, Kumpel. Ah, wir sind jetzt erst in Diamond City. Ich hab gedacht, das ist bei Boston hier. Gegen wen schießt ihr denn jetzt noch? Ach, da oben. Die von mir ist ziemlich scheiße, kann das sein. Alter. Ich komme mir vor, als wenn ich mit Wattebäuschen am Spielen bin. Wir sind also jetzt erst in Diamond City. So, draußen scheint hier jetzt alles clear zu sein. Preston, loote mal. Tu mal was in die Schaufel. Tu mal was in die Schaufel. Kann man hier, kann man ein bisschen da gucken? Ist hier was? Nix. Ja, das ist die Frage. Wo müssen wir hin? Ach so. Wieso treffe ich eigentlich immer einen Händler, wenn ich nichts dabei habe, was ich verkaufen kann? Wieso? Aluminium, Aluminium, Aluminium. Dich brauche ich. Doch, dich brauche ich. Sonst noch was hier? Nee. Sieht eklig aus. So sind die Typen, die wir erschossen haben. Kronkorken. Planke will ich nicht, aber das Improbegewehr. Der andere war da oben. Wer kommt denn da geläuft? Ja, wir gehen erstmal hier rein. Oder auch hey, nicht. Ich kenne dich. Du bist doch dieser Minuteman Game. Ihr Jungs seid echte Helden. Danke. Gut zu wissen. Was? Nicht vergessen. Unterstützt eure Minuteman vor Ort. Ihr Jungs seid echt toll. Hier, nimm das. Es ist zwar nicht viel, aber ich hoffe, es dient der Sache. Was gibst du ihm das? Entschuldigung. Ich hab den besten Schrott im Commonwealth. Zeig mal, was du so hast. Ja, super. Ich treffe mal einen Händler, habe was zum Verkaufen, aber da hat der kein Geld. Dieses Spiel. Ja, komm. Preston, komm, ich glaube, wir müssen hier hoch. Glaube ich. Du brauchst die Zigarette. Schön.
Kaffeetasse und Stift. Wir looten nichts. Hier sind wir jetzt hochgekommen. Da sind wir rein. Hier ist nix. Doppelt nix. Ich frage mich, wer diese Fleischsäcke, wofür die gut sind. Vor allem haben die diese Mutanten hier hingestellt oder? Da liegt noch einer. Ist so tot. Mitnehmen hier. Jetzt weiß ich immer noch nicht, wo wir hin müssen. Von da sind wir jetzt gekommen, dann gehen wir mal ganz hoch. Ach. Ein Pümpel? Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir präsentieren einen Pümpel. Hier ist nix. Wenigstens mit. Ja. In die Richtung. Vielleicht müssen wir hier links übers Dach. Vielleicht dürfen wir hier links übers Dach. Vielleicht dürfen wir auch nicht hier übers Dach. Ah doch. Taktisch spannend. Lasergewehr. Hört sich gut an. Hätte ich gerne. Solange du so bepackt bist, werden wir nicht wirklich vorankommen. Weißt du was? Dann komm mal zu mir. Hey! Schieß los. Klar, hier ist mein Vorrat. Du kannst meinen Vorrat haben. Ich gebe dir erstmal... Wieso habe ich einen Baseballschläger? Den lassen wir... Kann man den fallen lassen? Na komm, nimm du mal. Planke kannst du auch nehmen. Das ist die Wumme. Ja, wie nice. 38 braucht die. Und mein olles Gewehr, dann kann er das nämlich auch haben. So. Die Planke kann er auch haben. Impro-Gewehr. Gebe ich ihm auch mal. Gebe ich ihm auch. Was ist das? Gebe ich ihm auch. Die Pistole gebe ich ihm auch. Die sieht auch nice aus. 26 Schaden. Reichweite hat sie, die behalten wir mal. Lasergewehr will ich nicht. 38, die macht 26 Schaden. Ach, das war die von gerade eben, ne? Ja. Okay. So, Preston. Tuck. So. Ja, dann freue ich mich doch schon über die neuen Sachen. Aber ich weiß immer noch nicht, wo wir hin müssen. Ist hier was zum Looten? Warum? Wo ist er denn jetzt? Sind wir jetzt schon da? Dieses Spiel verwirrt mich. Da unten vielleicht? Was? Ja. Dann können wir die neue Wumme mal ausprobieren. Ich nehme die jetzt aber erstmal direkt in die Hand. Schwupps. Die ist ja... Finde ich nur so Müll oder was? Alter, lass deine scheiß Granaten. Oh komm, kannst du auch haben. Hier.
Ja, haben wir sogar. Kollegen? Nein! Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Das sieht aus wie ein Scharfschützengewehr und das. Was sind wir? Nein, ne? Okay. Tja. Dann halt nochmal und dann vielleicht jetzt in schön. Wir sollten vielleicht doch mal das Lasergewehr ausprobieren. Tech-CT-Ruinen. Nee. Ich will jetzt die blöde Quest machen. Aber dafür nehmen wir jetzt direkt die Sniper. Minuten bis jetzt gespielt und zweimal gestorben, nichts erreicht. Ärgerlich, ärgerlich. Kann man hier was loopen? Nee. Schöpfkeller. Cool, haben wir eine Suppenkelle immer dabei, ne? Oder auch die Schöpfkelle. Ne, auch die Schöpfkelle. Ich glaube, der wartet schon ziemlich lange auf seine Bestellung. Was haben wir denn hier? Schneidebrett. Was mache ich denn jetzt hier? Ne, ich will die Quest anfangen. Wird jetzt nichts gelootet. Komm mal hoch, komm mal da hoch. Nee. Wir müssen hier rum. Los, ich komme, da drin war nichts. Da wird jetzt auch nichts drin, sondern hier war einmal Munition drin. Rein. So. Das ist ein Kerl da oben, ne? Oder? Da ist er. Alter, ich sehe nichts. Mach mal Feuer weg. Das warte mal. Die Bombe ist cool, da komm ich nächstes Mal drüber hier. Preston, du darfst mitmachen, wenn du willst. Ich glaube, ich hab hier drüben was. Oben ist noch einer. Ich wusste es. Ich. Nummer 2 war tot. So. Da gehen wir jetzt auch nicht rein looten. Wir gehen jetzt hier Los Mutantos. Kronkorken, Patronen, Stimpack. Nein. Ja. DC-Wache, Harnisch. Ich nehme das mal mit. Weil ich möchte diese Rüstung, die wir haben, wieder weg.
tun, weil wir da keine Taschen und so reinmachen können. Die nervt mich, sieht zwar schön aus, ist stylisch, aber das war's auch. Die Volltech-Dose brauchen wir nicht, ne? Den brauchen wir. Da kenne ich noch Geld. Nichts drin. Wir nehmen mal die Pistole. So. Hier ging's nicht weiter. Hier liegt der erste Kollege. Zwei Gewehre. Hier war nix. Dann gehen wir hoch. Hier war Kaffeetasse. Kaffeetasse. Patrone. Patrone, Patrone. Hier war nix, ne? Nee. Hier war nix. Da konnte man nix. Lag der Typ auf der Etage hier? Da liegt er. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Und das nehmen wir mit. Da sind wir hochgekommen, gut. Dann geht's hier weiter hoch. Red Skorpionfleisch, Planke, nein. Die Kackwumme. Kann ich direkt wieder verkaufen. Schrott. Kronkorken, Patrone, Jagdgewehr. Kronkorken, Patrone. So, jetzt sind wir komischerweise nicht überladen. Warum auch immer. Jetzt müssen wir die Typen da unten fertig machen, ne? Oder die machen uns wieder fertig, eins von beiden. Wir speichern mal. Soweit schmeißen. Verdammt, wo sind sie? Boah, ist er. Wir nehmen ein Stimpack. Hilfsmittel. Da. Ey. Woher wissen die, wo ich bin? Cheater. Ach, da unten. Komm. Ja, ja, ja. Stehen bleiben. Danke. Ach. Kommen die hoch? Alter, bleib stehen. Ich höre dich doch quatschen. Abgeschlossen. Baue und aktiviere eine Rekrutierungssendestation. Da unten oder was? Springen.
Jetzt können wir direkt mal austesten, ob es in dem Spiel Fallschaden gibt. Wer ist das? Preston. Nö, gibt's nun mal nicht. Kommen wir hier durch? Nee. Guten Tag. Dass du das tun kannst. Ja, du solltest ja auch im Kopf behalten, dass du mir hilfst, wenn ich in irgendeiner brenzligen Situation bin. Jetzt sind wir überladen. So. Hey! Hey, Schieb. Dann müssten wir mal so eine Waffe ablegen, ne? Leuchtpistole. Die haben wir auch noch nicht ausprobiert. Die sieht auch interessant aus. ...18 Schaden macht die. Und so macht 22. Feuerrate 83. Feuerrate 55. Reichweite 203. Naja, brauchen wir nicht die Kanne haben. Die Kanne auch haben. Schaden 10. Panzerbrechend. Auch haben. Den behalten wir mal. Mit Leuchtgewehr, Visier abgestimmt, Jagdgewehr. Feuerrate plus 4, Schaden 51. Die behalten wir mal. Taktisch. Präzision 78, 131, 73. Dann kommt die mal weg. Die kommt weg. Okay. Was ist los? Ja. Ich muss jetzt erstmal hier noch ein bisschen aufräumen, Kollege. So, hier liegt auch noch einer. Aufpassen, dass hier keine Minen sind. So. Ich hoffe, dass wir einiges abverwerten können, damit wir das Teil hier bauen können. Waffenwerkbank. Da sind aber jetzt die Sachen von unserer Hauptbase. Ne, die ist leer. Gut. Wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Da ist ein Kühlschrank. Was haben wir hier? Nix. Kochstation. Nix. Da geht's hoch. Da will ich jetzt noch nicht rein. Haben wir hier noch was? Kann man schlafen. Rumkorken, Patronen, Leichtjagdgewehr, Leichtmetallrüstung. Drin. So, was wollte er jetzt? Daten. Nehme Hengels Bau und aktiviere eine Rekrutierungssendestation. So, wo sollen wir das Ding denn hinsetzen? Ich würde ja mal sagen, hier, ne? Das war diese verkackte Antenne. Geh mal raus. So. Gehst du ins Baumenü? Gehst du ins Baumenü?
Das. Energie war das, ne? Das. Ja. Das. Energie, Rekrutierungsleitstrahl, ja. Schaltkreise können wir bauen. Ne, können wir nicht bauen, was fehlt denn? Schaltkreise habe ich 6 von 2. Kristalle 2 von 2. Kupfer 11 von 6. 29 von 10, 4. Wieso kann ich denn hier nicht bauen? Hä? Oder brauche ich 3 und habe nur 1? Ja, gehen wir mal vom Schlimmsten aus. Aber dann können wir doch garantiert hier jetzt abbauen, oder? Ja, halte E gedrückt. Okay. Dann wollen wir mal hier ein bisschen drastisch reduzieren. Verwerten. Ja. 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 Aber wir brauchten wir Stahl? Ich weiß es nicht. Gummi brauchen wir. Ja, genau, Gummi. Gib Gummi, Schummi. Gibt es hier Gummi für? Hocker. So, dann gucken wir mal hier vorne. Ein Ball gibt doch bestimmt Gummi, oder? Ja. Ich brauche Gummi. Komm, ihr habt doch bestimmt irgendwo ein paar alte Reifen rumfliegen hier. Keramik? Hier gibt es doch bestimmt Keramik. Sollte jetzt eigentlich laut meiner Rechnung reichen. Wir bauen tipp ein Sendemast. Wir bauen ein Sendemast. Bauen. Dieser Sendemast braucht Strom. Muss mal eins zurück. Energie, Generatoren, bauen, so, jetzt müssen wir die beiden Hübschen hier verbinden, nein, sprich mit Preston. Preston! Hey! Ich bin ganz Ohr. Entschuldigung? Die Burg hat anscheinend versucht, dich über Funk zu erreichen. Gab wohl irgendeine Art Vorfall. Das solltest du dir besser mal ansehen. Kehr zur Burg zurück. Nö, machen wir jetzt aber mal nicht. Ich würde sagen, da haben wir da oben den schon gelootet. Siehste? Das sollten wir nicht dem Plünderern überlassen. Ach ja, Preston. Den haben wir jetzt. Jetzt. Machen wir die Tür mal zu hier. Dann gucken wir mal hier. Was haben wir denn hier alles noch? Diamond City. Ist das der Händler? Der mit den 18. Hey. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich habe dein Radiosignal gehört, also dachte ich, warum nicht?
Nicht gerade das Paradies, aber wo gibt's das schon? Mit harter Arbeit könnte es hier irgendwann ganz okay sein. Soll ich irgendwas Bestimmtes machen? Ich bin bereit, überall mit anzupacken. Ja. Jetzt gerade nicht, danke. Nun gut. So, da ist noch Ballerei. Hier hängen Leichen. Warum? Ist das jetzt der Hintereingang? Das ist doch bestimmt der Hintereingang, oder? Was denn jetzt, Preston? Hey! Was brauchst du? Was jetzt? Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. Also. Haben wir die Quest nicht eben schon mal abgeschlossen? Was mit euch da oben? Puh, ihr wartet noch viel Arbeit auf uns. Blöder Wichser! What? Siehst du sie? Ja, und jetzt? Toll. Jetzt geht's los. Und was macht er? Er verpisst sich. Oh je, oh je. Ach, das ist die Brücke hier, ne? Wo ich unten die Tür gesehen habe. Ruhig. Was? Ich werde sie finden. Ja, du. Einsamer Held. Ich hab den besten Schrott im Commonwealth. Ist das der Idiot von eben? Klar. 26, tatsächlich. Oh je, oh je, oh je. Was? Ja, Preston. Und nu? Und nu? Ja, ich würde sagen, und nu ist die Folge zu Ende. Fällt mir mal gerade so auf. 45 Minuten, ich denke, das ist eine humane Zeit. Wir speichern mal ab, so schlau wie wir jetzt sind. Nicht immer, aber jetzt. Ja, danke euch fürs Zuschauen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt Fallout 4. Würde mich auch freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr die Folge schaut. Und ja, liebe Grüße, bye bye und ciao.